I made a promise that I was done with this life. It's not what it looks like. Oh Mann. Okay, ich komm ja schon, ich komm ja schon. Arschloch. Ja, kann ich helfen? Ja, ich suche meinen kleinen Bruder. Etwa ihre Größe. Etwas schlanker. Etwas weniger graue Schläfen. Sam? Schön, dich zu sehen, Nathan. Oh mein Gott, Sam! Wow, okay, okay, langsam, langsam. Wie? Ich dachte, du... Du wurdest getroffen. Ja, das stimmt. Genau hier. Oh Mann. Die Ärzte, die haben mich zusammengeflickt und zack, war ich zurück in der Zelle. Ja, aber... Ich habe rumtelefoniert, alles überprüft. Und es gab überall dieselbe Antwort. Du seist tot. Nathan, wir haben den Wärter getötet. Ich sollte für den Rest meines Lebens in der Zelle verrotten. Und das wäre ich fast. Mensch, Sam, ich... Mann, hätte ich das gewusst. Bei Gott, ich du wäre sofort... Du wärst gekommen. Ich weiß, Nathan. Ich weiß. Was jetzt zählt, ist, dass ich draußen bin. Hey, hey. Alles klar bei dir? Ich muss an die Luft. Du wirst doch jetzt nicht ohnmächtig, oder? Könnte es sein. Das ist ganz schön viel für mich, Mann. Wie bist du da rausgekommen? Wann bist du raus? Wie kommst du hierher zu okay. mir? Langsam. Setz dich. Erzähl mir von dir. Von mir? Ja. Was soll ich da erzählen? Ich habe alte Bekannte angerufen. Die erzählen ziemlich wilde Geschichten. Was für wilde Geschichten? Ein Bauchschuss? Du hingst an einem entgleisten Zug im Himalaya? Ja, das, das ist echt passiert. Komm schon, Mann, was habe ich verpasst? Mensch, Sam, wo soll ich da nur anfangen? Mit dem besten Teil. Okay, vor ein paar Jahren war ich in den Raub einer Öllampe aus einem türkischen Museum verwickelt, okay? Öllampe? Sie war ein Artefakt aus Marco Polos verschwundener Schatzflotte. Kublai Khans Schatz? Ja. Ja, und wie sich herausstellte, war verdammt viel mehr auf diesen Schiffen als nur Schätze. Tja, was soll ich sagen? Noch eine verschollene Stadt zerstört und, wir sind lebend rausgekommen. Gerade so. Unglaublich. Ja. Ja, das war's. Schade, dass du nicht da warst. Nein, es ist wirklich unglaublich. Du stolperst schon wieder über eine archäologische Goldgrube und schaffst es, am Ende mit leeren Händen dazustehen. Wie immer. Tja, das ist wohl mein Schicksal. Aber ich habe schon hier und da ein paar schöne Sachen gefunden. Mhm. Hat fürs Auto gereicht, das Haus, den Verlobungsring, den... Verlobungsring, ich bin verheiratet. Unglaublich. Elena aus den Geschichten, sie ist meine Frau. Du musst sie kennenlernen. Heute Abend. Dinner, bei mir. Du kommst zum Essen, dann erzähle ich ihr von dir. Mist, ich muss ihr von dir erzählen. Nathan, ich stecke in Schwierigkeiten. Was? Wovon redest du? Was ist denn los? Sagt dir der Name Hector Alcazar irgendwas? Ja, dieser Drogenbaron. Der Schlächter von Panama, oder? Wieso? Eine lustige Geschichte, aber... Im letzten Jahr war er mein Zellengenosse. So bin ich aus dem Knast gekommen. Ugh.
Siehst du es gar nicht? Samuel, komm her. Hör mal. Die Wachen. Sie singen. Naja, die sind bestimmt besoffen. Kann sein. Aber sie sind zufrieden. Wie können sie mit ihrem mickrigen Leben zufrieden sein? Ihrem erbärmlichen Job? Naja, sie haben Ehefrauen, die auf sie warten. Was haben wir? Nichts für ungut. Wir haben Ehrgeiz. Oh. Und wenn wir hier rauskommen, wird uns dieser Ehrgeiz weiterbringen, als es sich diese Idioten vorstellen können. Tja, dein Optimismus in allen Ehren. Was hast du vor, wenn du hier rauskommst, Samuel? Das heißt, falls ich hier rauskomme. Du kannst es dir sicher vorstellen. Kann ich. Aber ich will, dass du es sagst. Ich werde den größten Piratenschatz aller Zeiten finden. Was du inzwischen bestimmt schon nicht mehr hören kannst. Oh nein. Die Geschichte von Henry Avery und seinen 400 Millionen in Juwelen und Gold ist mein liebstes Schlaflied geworden. Glaubst du wirklich, du kannst ihn finden? Wenn ich die Chance dazu habe? Auf jeden Fall. Ehrgeiz. Wie heißt das Zitat von Avery? Ich bin ein Mann des Glücks und ich muss mein Glück suchen. Oh. Mir gefällt, wie er denkt. Was zum Teufel? Die Chance unseres Lebens. Señor Alcázar. Me alegro verlo. Sag mir den Key. Wow. ¿Qué hacemos con él? Samuel. Bist du bereit, dein Glück zu suchen? Ja. Let's get out. Vámonos. Ach du Scheiße. Los demás están en posición. En camino. Todo va de acuerdo al plan, señor. Wie lange hast du das schon geplant? Seit ich hier reingekommen bin. Samuel, beeil dich. Wir müssen schnell sein. Heilige Scheiße. Pedazo de mierda. Ocúpate de la puerta. Nunca saldrás de aquí. Verdammt. Diese Kerle sind Sadisten. Wir tun der Welt einen Gefallen. Hier. Die wirst du brauchen. Du weißt noch, wie man damit umgeht. Ja. Ja, das kommt schon wieder. Abran todas las puertas. Hector! Damit löst du einen verdammten Aufstand aus. Ja, genau. Háganlo. Bleib in der Nähe. Funktioniert? Das sehe ich.
está asegurada. Por aquí. Und was jetzt? Estamos en posición. ¿Están listos? Sí. Busquen dónde cubriste. Samuel, geh in Deckung. Was? Warum? Tu's einfach. Heilige Scheiße, ist du okay? Ja, ja, mir geht's gut. Estamos bien. ¿Y este gringo? Sind wir entweder frei oder tot? Bist du bereit? Come on.
detenerás! Kümmere dich nicht um sie! Lauf bei sie! Gut. Sogar besser als gut. Hier, du bist dehydriert. Los, trink. Danke. Also, was hat Samuel Drake jetzt vor? Hey, was habe ich vor? Zuerst einmal baden. Und in einem richtigen Bett schlafen. Vielleicht leistet mir da auch jemand Gesellschaft. Meinen Bruder finden. Klingt für den Anfang ganz gut. Ja, stimmt. Also, was glaubst du? Wie lange brauchst du, um Averys Schatz zu finden? Keine Ahnung. Ich muss zurück in die Staaten und die Suche fortsetzen. Wie lang? Schwer zu sagen, bevor ich anfangen kann. Du weißt auch, wo er ist. Ja, stimmt. Okay, aber... Hör zu, es ist nicht so, als hätte Avery eine Karte mit einem roten Kreuz hinterlassen, okay? Aber es gibt eindeutige Hinweise. Oh, okay. Warte doch mal. Hey, leise, ganz ruhig. Ich mag dich, Samuel. Und noch wichtiger, ich hab dir geglaubt. Darum bist du hier. Ich kann ihn finden, okay? Ich brauch bloß Zeit. Lame und Guccio. Weißt du, das Problem ist, so langsam bekomme ich wirklich Zweifel. Oh Gott, Hector, hör mir zu. Ich werde ihn finden. Ich schwöre. Wie lang? 6 Monate. Leute sind faul. Sie bitten mich immer um mehr, als sie eigentlich brauchen. 3 Monate. 3 Monate sind unmöglich. 3 Monate. Die Hälfte des Schatzes. Schaffst du das? Sag es. 3 Monate und die Hälfte. Also, wenn du wegläufst oder versuchst, den Schatz zu verstecken oder etwas ganz Dummes tust, wie zur Polizei zu gehen, erfahre ich es. Wenn du es am wenigsten erwartest, werde ich da sein. Und dann... ist der Tod eine Gnade, die du nicht bekommst. Hier. Komm mal. Also, die nächste Stadt ist 10 Kilometer da in Richtung Sonnenaufgang. Lange her, dass wir beide die Sonne gesehen haben. Vamos. Wenn ich ihn finde, was dann? Keine Sorge. Wenn die Zeit kommt, werde ich da sein. Buenas suertes, Samuel. Gracias. Go. Tja, Alcazar lässt mich gehen und hier sind wir. Das ist übel. Nein, wir folgen der Spur einfach weiter und... Der Spur? Sam, es gibt keine Spur. Nach Raves und meiner Flucht kaufte er mit dem Geld seiner Eltern das Land um die Kathedrale des heiligen Dismas. Wir haben alles durchkämmt. Averys Schatz ist nicht dort. Natürlich kein Grund für Rave. Der Vollidiot buddelt da schon seit Jahren vor sich hin und findet nichts.
Überrascht mich nicht. Was heißt das? Tja, ich hab sozusagen selbst ein bisschen gegraben. Und, ich wette, dass Rafe das nicht hat. Wirklich erstaunlich, was man heute alles im Internet findet. Das ist doch nur das Dismas-Kreuz. Ach ja, denn unseres damals war zerbrochen und hohl, weißt du noch? Das Ding ist ja noch intakt. Avery hat mehr als ein Kreuz angefertigt. Was also bei dem in Panama gefehlt hat? Könnte in dem hier noch drin sein. Mhm. Na gut, wo ist das? Oh, dieses erlesene Stück versteigern Sie und zwar in 3 Tagen auf dem Rossi-Anwesen. Das Rossi-Anwesen? Oh, du kennst es. Ja. Aber wie kommen wir bitte an eine Einladung zu einer exklusiven, schwer bewachten Schwarzmarktauktion? Tja, man braucht nicht unbedingt eine Einladung. Ja, und mit welchem Geld bietest du gegen diese reichen Säcke? Selbst eine 2. Hypothek auf mein Haus würde nicht reichen, um... Klar, du willst versuchen, es zu stehlen, was? Nein. Wir. Oh nein. Nein, Mann, echt, ich nicht. Ich bin raus. Was? Nein, ich mache sowas nicht mehr. Außerdem gibt es jede Menge andere Leute, die für sowas viel besser geeignet sind. Wer denn? Was weiß ich, Leute oh, wie... Mann. Irgendwer. Charlie Cutter. Nein. Er ist nein, mein nein, Mann nein, für nein, solche nein, Sachen. Nein, auf keinen Fall. Ich vertraue Charlie und auch sonst keinem aus deinem Telefonbuch mein Leben an, okay? Ich brauche dich dafür. Oh Mann, Sam, es muss eine andere Lösung geben. Nicht in der kurzen Zeit. Und bestimmt nicht bei Alcazar. Hallo, Schatz, ich bin's. Ja, hör mal, das glaubst du nicht. Jameson kam gerade mit den Genehmigungen rein. Ja. Ich weiß, aber wie es aussieht, mache ich den Job in Malaysia doch. Siehst du schon was? Nur ein Haufen zwielichtige Oberganoven, die sich rausgeputzt haben. Und noch kein Zeichen von Sullivan. Es ist ja noch Zeit. Sieht aus, als wäre der Lagerraum in dem Gebäude hinter dem Haupthaus. Kannst du es von da sehen? Nur ein Stück vom Dach. Oh, was die da wohl alles versteckt haben mögen. Konzentrieren wir uns auf Averys Kreuz, okay? Naja, du könntest deiner Frau ja auch was Schönes mitbringen. Sehr witzig. Halten wir es einfach. Gut, einfach. Es wäre viel einfacher nur mit uns beiden. Sam. Wir könnten schon längst drin sein. Ja, aber wie? Hast du eigentlich einen Plan B für den Fall, dass dein Freund Sullivan kalte Füße kriegt? Nein, denn das passiert nicht. Oder falls er erwischt wird? Sam. Er kennt die Veranstalter der Auktion. Er wird sich locker durch die Party plaudern, nach oben gehen, das Fenster entriegeln und wir sind drin. Ein grundsolider Plan. Aha. Okay, schön. Na los, spuck's aus. Was, wenn er das Kreuz für sich selbst das klaut? Das würde er nie tun. Victor Sullivan, wir reden über denselben Victor, richtig? Ja, er hat schon mal Leute gelinkt, aber nicht uns. Nein, dich nicht. Ihr zwei wart ja noch nie dicke Freunde. Leichte Untertreibung. Aber ich vertraue ihm, okay? Er gehört zur Familie. Nein, nein, nein. Hör zu. Wir können ihm vertrauen, okay? Gut, okay. Er kommt, ganz sicher. Irgendwann. Aber jetzt komm schon. Du musst doch zumindest die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass er... Siehst du? Vertrauen. Thank you.
Hey. Versuch den Smoking sauber zu halten. Schon klar. Einmal ein Ding. Once a